Haben wir vorne ja auch angefangen mit dem Fall Klatten, die mit viel Häme gerade leben muss und mit dem, was ihr da passiert ist, mit dieser auch Scham. Setzen die Täter, nenne ich sie mal, so darauf, dass die Frauen nicht sprechen, sich nicht wehren? Also wenn sie von vornherein auf Betrug aus sind, dann ist das bestimmt ein Faktor dabei. Aber es kann eigentlich jedem passieren, weil wer sich verlieben will, also auf der einen Seite ein Bedürfnis hat, und auf der anderen Seite jemand, der den Anschein erweckt, als ob er dieses Bedürfnis erfüllen kann, der muss einen Vertrauensvorsprung geben. Also einen Vertrauensvorschuss geben. Das Vertrauen gibt man, das ist ein Geschenk. Ja. Und da liegt natürlich die Gefahr, wenn jemand so zielgerichtet vorgeht, dass man reinfällt, sehr groß. Warum, was passiert da in uns, dass wir nicht auf so ein paar Geschichten noch mal hellhörig werden und denken, komisch, also bestellt Auto, wird aber nie abgeholt. Und also auch in den anderen Fällen der Damen, wie die wir gerade im Film kennengelernt haben, wo man sagt, Mensch, aber warum hat denn keiner mal gesagt, da stimmt was nicht? Ja, das hat vielleicht auch mit einer gesellschaftlichen Konfusion rund um den Begriff Liebe zu tun. Also Liebe ist ja, wenn man alles an einem anderen mag und alles mit ihm teilt. Und in diesen Phasen der großen Verliebtheit müssten eigentlich dann die Alarmglocken angehen, wenn das Thema Geld auftaucht, weil Geld gehört in den partnerschaftlichen Bereichen, hat mit der Leidenschaft nichts zu tun. Wer also leidenschaftlich verliebt ist und verhindern will, dass er betrogen wird, der sollte beim Thema Geld ganz groß die Ohren aufsperren und vielleicht auch mal nachprüfen, was da gesagt wird. Zum Beispiel vielleicht mal, würden Sie heute wahrscheinlich auch sagen, dann lad mich doch mal in dein schönes Haus ein. Und wenn er das nicht tun kann, dann hat man ja schon einen ersten Anhaltspunkt. Ja, aber da kommen immer x Ausreden, die man ja wahrscheinlich dann auch verstehen kann oder nachvollziehen kann. Bleibt ja so ein bisschen die Frage, sind wir Frauen gefährdeter? Nee. Ach, Männer werden genauso ausgenommen. Verliebte sind gefährdet. Das hat damit zu tun, dass man gerade in der Verliebtheit, aber auch in der Liebe, fünfe gerade sein lassen muss. Sie verzeihen ihrem Partner Dinge, die würden sie keinem anderen durchgehen lassen. Und Menschen, die auf Hochstapler reinfallen, die verzeihen halt nicht fünf Dinge oder die lassen nicht fünf gerade sein, sondern 33. Also ist es da, wo wir ansetzen müssen? Wir müssen jetzt aus der Geschichte irgendwie was mitnehmen und sagen, da haben wir was draus gelernt. Ja. Was können wir denn machen, damit uns das nicht passiert? Na, Sie wollen sich ja verlieben. Menschen wollen sich verlieben. Das ist auch ein ganz wichtiger Zustand, den man ab und zu erleben will. Und vorbeugen können Sie, wenn überhaupt, dann nur, indem Sie trennen und sagen, Geld hat mit Liebe in der Form nichts zu tun. Und dann auch mal hinterfragen, wie Sie schon sagen. Warum sobald das Thema Geld auftaucht, muss man also, wie gesagt, schon dann vorsichtig sein. Also trotz anderes, großer Liebe würden Sie dann das Geld, wenn einer sagt, ich brauche jetzt gerade ein bisschen, ich habe gerade einen Kredit offen, blöd gelaufen, würden Sie kein Geld geben? Na, wenn man ein partnerschaftliches Verhältnis hat, also quasi einen gemeinsamen Lebensunterhalt hat oder ein Versorgungsversprechen abgegeben hat, zum Beispiel durch eine Heirat, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Das ist aber dann ein Geben und Nehmen. In der Verliebtheit sollte man nur das Geld geben, das man auch schenken will. Also auf das man notfalls auch verzichten kann. Und was man nicht schenken will, gehört in die Verliebtheit nicht rein.